Und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines in Neuschönbach. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Finde ich mega. Finde ich super. Ja, wir machen mal ganz kurz weiter. Ich muss mal ein bisschen, Entschuldigung, Wasser hier ranlegen. Damit das Gebiet da auch versorgt wird. Ah. Lecco mio Arsch und Blanco. Die Dinger sind noch nicht frei. Die brauchen wir erst ab 30.000 Einwohner. Das ist ja Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Art Deco Water Tower. Lärm 25. Ja, ein paar nette Sachen. Lärm 50. Ich glaube, das ist ein Wasseraufbereitungsbassin. Jetzt müssten wir hier eigentlich mal ein neues Gebiet aufziehen, und zwar Indus Gewerbe, Parkgebiet, Industriegebiet. Brauche ich. Hoppala. Dann machen wir mal das hier bis... Hops. Na. Na. Also okay, hier noch ein bisschen. Nee, so, zack. Zack, 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 zack. Nummer 1. Ja, dann geht's hier nämlich weiter. Hier ist Öl. Ach, verdammt. Schwupp. Na komm. Pop, 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 pop. Nummer 2. Hier haben wir dann fruchtbares Gebiet. Und dann müssten wir hier eigentlich Waldgebiet draufziehen. Hm. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Oder machen hier noch so ein bisschen... Dass die hier alle miteinander verbunden sind quasi. Machen wir mal so. Dann haben wir die drei schon mal verbunden. Drei neue Gebiete, das ist in Ordnung. Machen gerade Minus, das ist nicht in Ordnung. Das finde ich gar nicht gut. Ah, hier eine Menge Tote, ey. Ich verstehe es nicht. Warum sind hier eine Menge Tote? Haben wir hier irgendwo Wasserverschmutzung? Frage ich mich. Wasser. Ziehen wir hier irgendwo Verschmutzung rein? Hier hinten ist das. Zieht der hier Wasser rein? Nein. Hier hinten ist... Das zieht da auch nichts. Hier ist kein verschmutztes Wasser. Was wir uns wo reinziehen. Aber wir verursachen natürlich eine ganze Menge. Aber ansonsten ist es sauber. So, ich gebe mal Gas. Das neue Gebiet hier wird teuer werden. Vielleicht machen wir auch das hier als Waldgebiet, weil es bietet sich gerade so ein bisschen an. Mal gucken, wie wir das hinkriegen, wie wir das hinwursteln. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall sehen wir zu, dass wir jetzt hier mal Erz rankriegen. Hier ist... Ja, hier ist eine Menge Tote, ey. Ich weiß aber nicht, warum. Kann es nicht so ganz nachvollziehen. Krematorium. Haben wir noch irgendwo ein Krematorium? Rettungshubschrauberdepot. Ambulanz. Gesundheit sieht super aus. Friedhof. Krematorium. Health Department. Pharmacy. Dann komm, dann machen wir dir noch ein bisschen was hier hin. Hier ist ein bisschen kleine Apotheke, kann nicht schaden. Und hier hinten ist irgendwie.
auch ein bisschen wenig. Sorry, Leute. Sorry. So. Jetzt aber. Wir haben 39.000 Hauptstadt. Jawohl. Jetzt können wir nämlich Wasser filtern. Ökologische Abwasseraufbereitungsanlage. Ja, sehr gut. Dann, damit nehmen wir die Verschmutzung raus. Sorry, ich bin ein bisschen verschnupft. Seht's mir bitte nach. Seid nicht zu streng mit mir. Wir wollen mal gucken. Erzindustrie, genau. Wir sind doch hier auf Erz, ne? Ja, wir müssten hier auf Erz sein. Was haben wir denn hier? Wir haben Erzindustrie Hauptgebäude. Okay, dann machen wir mal. Wahrscheinlich eher hier oben hin. Hier mal das wegmachen. Kleine Erzmine, Sandspeicher und Erzschleifmühle. Sehr schön. Können wir bauen. Machen wir auch. Was haben wir jetzt hier? Die Erzmine. Eins. Zwei. Drei. Vier. Viermal Produktion. Dann brauchen wir die Erzschleifmühle. Die kostet jetzt aber 20.000. Plus ein Sandspeicher. Die machen wir aber hier, glaube ich, hin. Sollte vielleicht reichen. Und jetzt müssen wir halt warten, bis wir das andere haben. Wasser. Haben die nicht. Schreien nach Wasser. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. Ich habe kein Wasser. Dann ziehen wir hier auch noch durch. Ja, und dann habt ihr ja auch alle Wasser. Strom habt ihr ja sowieso durch die Mod, durch die Straßenmod. So. Und theoretisch könnt ihr da jetzt gleich anfangen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Erz, genau. Produktion 4.800 in der Woche. Noch ist nichts in... Noch ist nichts in... Produktion, okay. Ja, lassen das mal. Gucken wir, ob hier irgendwie was kommt, mal so langsam. Sieht noch nicht danach aus. Dann müssten wir eventuell doch schon mal eine Straße bauen, direkt hier in das Gebiet rein. Aber ich will es nicht in dieses neue Viertel reinziehen. Wenn dann überhaupt, muss es hier hinten mit anschließen, in die Industrie. Aber noch passiert ja nichts. So, dann machen wir mal Folgendes. Erzschleifmühle. Ah, und jetzt sind auch die ersten, ist der erste Truck in Bewegung. Sehr gut, jetzt geht's los hier. Sehr gut. 8 Tonnen. Es wird natürlich nochmal umgebaut, aber wir müssen es erstmal hochpushen. Ja, da fehlt noch was. Hier fehlt noch eine ganze Menge. Wir müssen zusehen, dass wir hier die Straße eventuell gleich noch hiermit angebunden bekommen. Aber das wird eine Megastraße. Und da fehlt uns nochmal die Maut. Maut. Na. So, Maut. Wasser ist da. Dann bauen wir nochmal eine schöne große Straße. Dann kommen wir da unten drunter durch.
Leider nicht. Hier passiert noch zu wenig. Versuche jetzt mal, das jetzt hier irgendwie dahin zu bekommen. Da wäre schön. Okay, da sind wir anders. Sind wir auf beiden Straßen. Ah, ich grade mal ab hier. So, dann müssten wir unten drunter durch, so ich die Sache sehe. Okay, kommen wir auch. Das ist eine mega Brücke. Nicht genügend Geld. Wahnsinn. Na. Guck dir das mal an. Aber wenn die Verbindung funktioniert, wäre das mega. Dann kriegen wir das auch gebacken. Das ist auf jeden Fall eine mega Strecke und da müssen sie auch wirklich gut durchschiffern. Dann kommen sie hier lang, hier rum, dann kommen sie hier lang, aber nicht da hoch. Müssen durch die ganze Stadt hier eiern, das ist nicht gut. Da werden wir noch was ändern müssen, dass wir hier hochkommen. Aber eins nach dem anderen. So. Ja, wie wir das jetzt hier anfriemeln, weiß ich noch nicht. Erstmal haben wir nicht genügend Geld. Andocken will ich da eigentlich auch nicht, weil man... Kommen wir da runter? Ort ist bereits belegt. Dann müssten wir den eventuell nochmal höher machen. Oder wir docken hier an. Aber das will ich eigentlich nicht. Dann müsste ich wirklich sagen. Gehen wir ein bisschen höher. Du auch. Du gehst nicht. Okay, dann machen wir dich mal ein bisschen höher. Na. Na. Ups, nee. Das war ja nicht Sinn der Sache. Nee, hoch, 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 hoch ein bisschen. Da ist der richtige Punkt. Gut, da ist noch mal ein Punkt, den können wir noch mal nehmen, ja. Und jetzt hier wieder den richtigen Punkt zu treffen, ist immer so ein bisschen schwierig. Schwupp, so, okay. Gut, okay. Na. Okay, dann gehen wir hier so unten runter. Wenn wir hier nicht so rumkommen, können es ja gleich nochmal richtig hinziehen. Das ist auch eine geile Konstruktion. Okay, dich ziehen wir ein bisschen runter. Dieser Knick gefällt mir auch nicht. So, da geht es ziemlich weit runter. Das sieht ein bisschen doof aus. Ja, machen wir ein bisschen versuchen auf eine Höhe so zu kommen. Wir haben hier einen leichten Knick drin. Na.
Oh. Und diese ganzen Wellen wird einem ja richtig schwindelig. Okay. Dann sind wir hier drüben und sind hier drauf auf dieser Spur. Da geht's in die City und hier geht's hoch. Da würde ich jetzt ganz gerne einen Abzweig machen. Dass wir hier runterkommen. Direkt aufs Gebiet drauf. Und dann können die auch hier langfahren. Und die Waren dahin transportieren. Das ist eine Wahnsinnskonstruktion, aber es funktioniert. Und nur das zählt. So, wie weit sind wir denn hier? 169. Zu wenig Arbeiter haben wir hier. Okay, wir müssten vielleicht nochmal hier ein Gebiet hinbauen. Erz. Ja, ist noch zu wenig. Erzmetalle. Okay, dann müssten wir vielleicht nochmal so ein Ding hier kaufen. Ganz schön teuer. Aufbereitungsanlage brauche ich. Die Erzschleifmühle nochmal eine zweite. Jetzt fährt hier hinten. Ja, jetzt waren auch schon die ersten hier hinten. Geil. Genial. Dann machen wir mal schön Screenie. So, das ist der erste Teil hier quasi von unserem neuen Gebiet. ...20.000 kostet das. Nicht genügend Rohstoffe. Okay, dann müsst ihr mal ein bisschen mehr produzieren hier. ...17 von 45. Ja, hier ist natürlich auch kein Schwein, was Arbeitskraft angeht. Ne? Dann, normalerweise müssten wir nochmal ein kleines Gebiet hier hinbauen, irgendwie, was hier so ein bisschen anschließt, aber eigentlich... Ja, warte mal, das ist das, das ist das... Ja, ungern würde ich das hier machen. Das ist ja auch eine geile Ecke hier, oder? Könnte man ja auch noch was Schönes machen. Ach, ich komme schon wieder auf Ideen. Okay, dann machen wir Folgendes. Hilft ja alles nichts. Dann bauen wir hier noch ein kleines Gebiet hin. Aber wirklich nur ein kleines. Nicht genügend Geld. Ich werde wahnsinnig. So, jetzt aber. Nur so, dass wir hier ein paar Einwohner bekommen. Sprich, ein paar Arbeiter. So, dann mach mal... Hier noch ein bisschen, wie gesagt, ganz nur Standardgedöns jetzt. Auf die Schnelle. Ich hoffe, die Leute ziehen ein. Oh, zack. Ja, komm. Okay. So, haben die Wasser? Nein, haben sie nicht. Muss ich noch schnell Wasser legen. Ja, wie gesagt, wir brauchen halt die Arbeitskräfte. Dann kommen wir nicht drum herum. Na komm. Ich gebe mal Vollgas. Ah, und jetzt ziehen sie ein wie die Bekloppten. Machen wir sogar Minus. Ein bisschen, kurzfristig. Na komm. Na komm, gib uns mal ein bisschen Geld, komm. Oh. Ja, ich weiß, hier ist zu wenig. Das soll eine reine Arbeitersiedlung werden, damit wir die hier versorgen können besser. Immer noch 1 von 5. Ja, kaufen Sie ein neues Land. 17 von 45 Arbeiter.
Machen wir alles. Eins nach dem anderen. Ich muss erstmal das jetzt hier gewuppt bekommen. Ja, alle fahren durch die Maut. Das ist gut. Das gibt uns ein bisschen Kohle. Da können wir gleich mal richtig voll zuschlagen. Wer hier durch will, muss bezahlen. Ist einfach so. Ja, sehr gut. Müssen ja ein bisschen Kohle reinholen. Aber, liebe Freunde, das erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben. Und das wird hier so eine kleine, wirklich nur eine kleine Arbeitersiedlung. Und bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.